So etwas in der Art habe ich noch nie gemacht und deswegen ist es super spannend. So today we are here in Ubersdorf, Germany, and the Guinness World Records title for the fastest 50 meters on an incline gradient will be attempted. Heute tritt der Parcoursläufer Alex Schauer gegen den Weltmeister in der nordischen Kombination an, den Johannes Ritzek. Es ist super spannend einfach zu sehen, wie weit ich gehen kann, wie schnell ich darauf laufen kann. Man braucht auf jeden Fall eine gute Koordination, um auch den richtigen Grip anzubringen, um einfach auf diesem glatten Untergrund dann wirklich den Halt zu haben für die 50 Meter bei der Steigung. Für mich ist es so, dass das ganz was Neues ist. Ich habe aber dann doch auch die Power, die explosive Power, dann schnell nach oben loszustarten. Seine koordinativen Fähigkeiten werden hier auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen sein. Wir machen damit deutlich, wie erfolgreich unsere Technologiekooperation mit Adidas ist. Das heißt, wir übertragen den Grip vom PKW-Reifen auf den Laufschuh. Startbahn gegangen, habe kurz meine Schuhe noch gecheckt, habe gesehen, okay, die haben einen Grip, auf die kann ich mich verlassen. Und dann habe ich mich nur noch auf meinen Körper und auf das Raufkommen konzentriert. Ja, das war das Gute, man konnte sich da wirklich drauf verlassen, konnte da wirklich sich um seinen Körper kümmern und musste da nicht irgendwelche großen Balanceakte vollführen. Und das hat, denke ich, vielleicht auch mir ein bisschen einen Vorteil gegeben, weil ich glaube, wenn es noch koordinativer geworden wäre, hätte ich mir dann mehr Schwierigkeiten gehabt. Ja, 27 Sekunden, glaube ich, waren es jetzt am Ende. Cooles Gefühl, auch nicht alltäglich. Und es war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ab 35, 40 Meter ist dann wirklich nur noch ein Kampf gegen den Schweinehund, gegen die brennenden Muskeln. Aber es war auf jeden Fall eine super, super coole Erfahrung und hat mega viel Spaß gemacht. I can confirm that you are a new Guinness World Records title holder.